Es waren zigtausende. Täter vor Ort. Es waren absolut ganz normale Menschen, die überhaupt in keiner Weise sich irgendwie unterschieden haben. Sie unterschieden sich durch ihre Taten und durch ihre Organisation. Für mich ist die SS das schrecklichste Wort, die schrecklichste Instanz. Und wenn es um Personen geht, die schrecklichsten Unmenschen auf dieser Welt. Denn die SS ist für mich gleichbedeutend mit einem Henker, der mit einem Beil hinter dir steht und dir jeden Moment den Kopf abschneiden kann. Massenmord als Beruf. Für ganz normale Männer. Nicht Hitler, Göring, Goebbels, Himmler und alles, wie sie hießen, haben mich verschleppt und geschlagen. Nein, es war der Schuster, der Nachbar, der Kreisler, der Milchmann, der Postmann, die haben eine Uniform bekommen, eine Binde bekommen und eine Haube und einen Totenkopf da oben und da waren sie die Herrenrasse. Darmstadt, März 42, das Justus-Liebig-Gymnasium. Es ist der Tag der Reifeprüfung, mitten im Krieg. Ein Schüler ist besonders gut vorbereitet. Er wählt das Aufsatzthema »Die Befreiung Deutschlands von den Ketten des Versailler Vertrages durch Adolf Hitler«. Es ist der Darmstädter Junge Hans Stark. Er trägt die Uniform der Totenkopf-SS, genäht von Häftlingen im Lager. Konzentrationslager, habe ich gefragt, was ist denn das? Dann hat er gesagt, du bist doch Lateiner. Weißt doch, man konzentriert da die Leute in dem Lager und macht einen Zaun um die rum. Das ist ein Konzentrationslager. Konzentrationslager Auschwitz. Seit mehr als einem Jahr der Arbeitsplatz von Hans Stark. Hier hat er sich auf seine Prüfungen vorbereitet. Mit Unterstützung guter Nachhilfelehrer. Helfen mussten wir ihm vor allem bei der deutschen Literatur. Er fragte uns zum Beispiel nach Goethe oder Schiller. Aber wenn wir dann antworteten, wollte er einfach nicht glauben, dass man als Pole Goethe oder Schiller überhaupt kennen kann. Hans Stark stammt aus kleinen Verhältnissen. Man will es zu was bringen. Ehrgeiz war eine Eigenschaft, die er auch von seinem Vater geerbt hatte. Immer höher, höher hinaus, immer hoch hinaus. Plötzlich ist die Chance da. Nach Hitlers Machtergreifung herrschen auch in Darmstadt die Nazis. Wer sich der SS anschließt, hat ungeahnte Aufstiegschancen. Mein Vater freute sich, dass er Bekannten und Verwandten seinen Sohn vorführen konnte als Angehöriger der SS, einer Eliteeinheit des Führers, und hat damit wohl auch Bewunderung erzeugt. Propagandabilder der SS zeigen, was für junge Männer zählen soll in jenen Jahren. Uniform, Gleichschritt, Gehorsam. Ich war natürlich auch stolz drauf. Ich war mal mit ihm im Kino. Und dann haben mich am nächsten Tag meine Klassenkameraden gefragt, wer war denn der, mit dem du da im Kino warst? Und da haben die, habe ich gesagt, das war mein Bruder. Haben die gesagt, Nach bestandener Reifeprüfung fährt Hans Stark zurück an den Ort, von dem er zu Hause nicht spricht. Nicht ohne Grund. Er hat die Gefangenen besonders oft geschlagen. Wir sahen ihn oft bei der Strafkompanie, dort im Block 11, wo die Gefangenen erschossen wurden.
Er war brutaler als die anderen SS-Leute. Ich hatte sogar den Eindruck, dass er gerade, weil er so jung war, zeigen wollte, dass er ein vollwertiger SS-Mann ist. Stammlager Auschwitz. Das Dach der Gaskammer, wo Hans Stark Gift einfüllt. Ohne Regung? Wenn er vom Morden zurückkam, war er sehr ruhig. Er wusch sich die Hände, setzte sich an seinen Schreibtisch und rauchte, obwohl er gar kein Raucher war. Er zog in tiefen Zügen und atmete ein und aus. Er sagte kein Wort. Und dann ging er raus und kehrte erst nach Stunden zurück. Ich habe ihn später immer wieder gefragt, hast du denn mehr getan, als du hast tun müssen, als dir befohlen war? Und da hat er regelmäßig geantwortet, da kannst du dich drauf verlassen. Ich habe nur das getan, was mir befohlen worden ist. Dass ein Befehl immer richtig sei, gilt für Träger dieser Uniform am allermeisten. Die Männer der Totenkopfverbände. Bedingungslos eingeschworen auf ihren Führer. Durch einen Mörder. Theodor Eicke. Der Hitlers Rivalen Ernst Röhm eigenhändig erschoss. Er war immer gleich kalt. Gleich kalt und, ich möchte wohl sagen, brutal. Eicke macht Dachau zum Musterlager. Angebliche Staatsfeinde und sogenannte rassisch Minderwertige werden hier inhaftiert. Der Häftling Rudolf Kalmar erinnert sich an seine Ankunft. Was uns bis ins Innerste aufwühlt, ist die Hilflosigkeit, die völlige Ohnmacht. Das Gefühl, jedem, der kommt, preisgegeben zu sein. Ohne das primitive Recht, noch als Mensch zu gelten. Hier ist das Recht zu töten Routine. Wer schon mal einen ermordet hat, der merkt, wie das geht. Der weiß, wie das geht. Der weiß, wie das ist, wenn einer stirbt, welche Qualen er hat. Der gewöhnt sich dann auch an die Qualen. Die Qualen der Opfer. Dieser Dienst sei höchste Ehre, sagt Theodor Eicke, Inspekteur der Totenkopfverbände. Seine Anweisung für den Wachdienst verlangt, hart zu sein gegen sich und die Gegner. Das Ausladen von Häftlingen. Falsch ist ungeordnet, richtig ist geordnet. Das Absteigen der Häftlinge vom Lastwagen. Falsch ist unbewacht, richtig ist bewacht. All das wird Wirklichkeit. Es wurde Ihnen ja gesagt, das sind alles Hochverräter, das sind Feinde Deutschlands und die müssen wir liquidieren. Und da müssen wir streng gegen sein. Das wurde Ihnen gesagt. Nach einem Tag angestrengten Dienstes schläft es sich besonders gut. Aber schnell ist die Nacht zu Ende. Schon heißt es aufstehen. Einer besonderen Gemeinschaft angehören. Einen besonderen Auftrag erfüllen. Von dessen Art sich anfangs viele keine Vorstellung machen. Die Propaganda wirkt. Meine Schwester, die hat geschwärmt, Mensch, sagte, da sind SS-Leute gewesen, das waren so knackige Burschen, kräftig und fleißig und sauber ausgesehen, wunderbare Uniform, Mensch, sagte, da musst du hin. Ja, da habe ich erst plötzlich mich gemeldet. Doch diese Bilder zeigen nur den schönen Schein. Die Wirklichkeit ist trüber.
Ein SS-Mann im KZ bewacht Gefangene. Wenn es hieß, Wache ziehen, sind wir auf Wache gegangen. Oder auf die Türme, haben auf den Türmen gestanden. Je, wie sie uns das folgen. Das war schön für uns. Also, ich will nicht klagen. Ich war zufrieden und ich bin gern SS-Mann gewesen. Wie viele Totenkopfrekruten erfährt auch Harry Seidel zum ersten Mal, was es heißt, Macht zu haben. Über Leben und Tod. Der Dauerzustand war Angst. Das war der normale Zustand, dass der Häftling im Lager jederzeit gewärtig sein musste, dass er stirbt. Jederzeit. Die Wächter sind gedrillt, die Opfer nicht an sich heranzulassen. In jeder Hinsicht. Sie können Rätsel raten na, im Kopf. Sie können sich Geschichten erzählen. Sie können rausschauen, gucken, was da unten los ist. Na, und gut, ja, es war langweilig, ja, kam. Es war nicht das Ideale. September 39, Einmarsch in Polen. Die Wehrmacht rückt vor. Gefolgt von einer Truppe neuer Art. Bewaffnete SS-Verbände. Unter ihnen viele Männer aus dem Lagerdienst. Überall im Land Verhaftungen, Verfolgungen, Erschießungen. Eine blutige Spur. Die Menschenverachtung aus den Lagern zieht mit an die Front. Die Stimmung war gut, vermerkt der Protokollant. Die Saat des Theodor Eicke geht auf. Juni 41. Überfall auf die Sowjetunion. Hitlers Krieg im Krieg. Der Kreuzzug sein soll gegen Judentum und Bolschewismus. Auch Harry Seidel wird nach Russland geschickt. Wir wussten gar nichts, was das wird. Wir wussten nur, dass wir zu einer Einheit kommen und dort die Bewachung und die Sicherheit übernehmen sollen. Dann dämmerte das langsam, was da los war. Im Rücken der Front marschieren sogenannte Einsatzgruppen. Ihr Auftrag, Mord an Zivilisten, vor allem Juden. Die Pripjet-Sümpfe in Weißrussland. Im Juli 41 erreicht die Wehrmacht die Gegend von Pinsk, gefolgt von berittener SS. Die Deutschen kamen mit weißen Pferden. Daran erinnere ich mich gut. Sie ritten direkt an unserem Dorf vorbei, weiter nach Ivanici. Offensichtlich kannten sie sich gut aus, denn sie ritten direkt hinein. Und dann hörten wir Lärm und das Geschrei. Unter dem Vorwand, Partisanen zu suchen, dringen die Reiter in die Ortschaften ein. Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich, was passierte. Erst kamen die Deutschen. Dahinter fuhr ein Wagen, auf dem man die Mütter gefesselt hatte. Ihnen folgten ihre Söhne, auch gefesselt. Auch daneben ritten deutsche Reiter. Und ich sah, dass die Pferde das Blut der Opfer an den Hufen hatten. Die Juden werden zu ihrer Erschießung an den Rand des Ortes getrieben. Hier wie überall in der Region. Ich musste zusehen, wie die Menschen ihre eigenen Gräber ausheben mussten.
Es waren Gruppen von 5 oder 6. Bis fast an die Taille reichte ihnen die Erde schon. Dann schrien die Deutschen, es reicht. Und dann riefen sie, Tanz, Jude, Tanz. Jude, valsieren. Und dazu spielte die Mundharmonika. Meine liebe Augustin, Augustin, oh, такие, такие, там, разные, такие, вот эти, Und mein Vater sagte zu mir, das, Nina, ist die SS. So zeigen sich die Reiter in der Wochenschau. Auch die Pferde sollen es gut haben. Es sind Häuser, aus denen die Menschen vertrieben wurden. Ein leicht Verwundeter. Dieser ist erkältet. Häuser, deren Bewohner nicht mehr wiederkehren. Anführer der Reiterbrigaden in den Pripjet-Sümpfen ist Rittmeister Hermann Fegelein, ein Lebemann. Er war ein genialer Selbstdarsteller. Er war auf seinen Vorteil bedacht und war eitel und hatte Erfolg. Der Erfolg hat ihm recht gegeben. Er sucht die Nähe der ganz Großen und weiß, wie er ihre Gunst gewinnt. Ja, nur hatte er natürlich die Sympathie von Himmler, weil er dem natürlich Ruhm brachte. Und das wurde belohnt. Ein Mörder, der sich nicht die Lust am Leben nehmen lässt und das auch zeigt. Von Mord und Totschlag wurde da nichts erzählt. Oder so, was weiß ich, hat so lustig bayerisch dahergeredet. Und wir fanden ihn eigentlich alle recht nett. Zu Himmlers Adjutant wird das bringen. Gehört zur Nazi-Prominenz. Heiratet später Gretel Braun, die Schwester von Hitlers Freundin Eva. Ein Karrierist im Geist der Zeit. Es gab eben Menschen und Untermenschen. Und dass da, sagen wir mal, sich ein Mann wie Fegelein dafür hergab, es war im Sinne der damaligen Zeit legal. Ihr Auftrag diene einem höheren Zweck, wird den Männern hinter der Front eingebläut. Längst sind sie nicht nur von der SS. Es sind Polizeibataillone, auch Wehrmachtsangehörige. Erinnerung an ein Gespräch mit einem Täter. Dann habe ich ihn gefragt, wie kommen Sie damit zurande, mit dem, was Sie hier mit den Juden tun? Und dann sagte er, ja, wir haben den schwersten Dienst, aber wir sind die treuesten Diener des Führers. Und wir tun für den Führer eben auch das Schreckliche. Wie in Slozov in der Westukraine. Hier schürt die SS den Hass der Bevölkerung gegen ihre jüdischen Mitbürger. Wie in Zhytomyr in der Ukraine. Hier werden im August 41 vermeintliche Partisanen gehängt. Harry Seidel ist vor Ort. Gleichgültig. Ja, ich habe gesagt, sie kriegen einen Befehl morgens, na, anzutreten. Und dann heißt es los. Ja. Und da wird erzählt, halt, was passiert da. Ja, das sind so viele Leute, die werden aufgehängt. Die haben das verbrochen. Ja. Und ja, damit war für uns die Sache geritzt, gelaufen. Die Einsatzgruppe.
Im Juli erreicht sie mit der Wehrmacht Kiew. Die Bewohner der Stadt reagieren zunächst gelassen. Wie die Familie des damals 14-jährigen Ruvin Stein. Meine Mutter wollte es einfach nicht wahrhaben. Sie hatte die Deutschen 1918 in der Ukraine erlebt. Damals hatten sie den Zivilisten nichts angetan. Sie sagte, dass die Deutschen ein zivilisiertes Volk seien und es bestimmt nicht zulassen würden, dass den Zivilisten etwas geschieht. Am 29. September 1941 werden die Juden von Kiew zusammengetrieben. Manche ahnen, was ihnen bevorsteht. Meine Mutter sagte, versuch dich zu retten. Musja und ich schaffen es nicht mehr. Ihre Augen waren so voller Angst. Ihre Lippen zitterten. Sie blieb aber irgendwie ganz ruhig und war in diesem Moment fast kalt. Ich werde ihr Gesicht in diesem Augenblick nie vergessen. Nur ein Foto dokumentiert den Zug von Tausenden in den Tod. Ich sah nur wieder die SD-Leute mit Zigarrenschachteln oder Tellern an diesen Delinquenten vorbeiging und riefen Gold und Silber, Uhren, Schmuck, alles abgeben. Na, und haben dann kassiert und alles in die Büchse getan. Massaker in der Schlucht von Babi Yar. Die Menschen wurden aufgestellt, nackt. Man hatte ihnen die Kleidung weggenommen. Direkt an der einen flachen Vorsprung. Die Menschen wurden am Abhang entlang dorthin getrieben. Am Ende standen die Schützen und erwarteten sie. Und wenn jemand nicht gleich hinuntergefallen ist, wurde er mit den Kolben hinuntergestoßen. Das Ergebnis von 2 Tagen Morden: 33.771 Menschen tot. Ein jüdischer Autor schrieb: Es war ihnen gar nicht aufgegangen, dass sie vor lauter kostbaren, unwiederholbaren Menschen standen. Vor Frommen und Atheisten, vor Traurigen und Lebensfrohen, Guten und Schlechten, einem Schreiner, einem Bankier, einem Lehrling. Dann bin ich einmal noch zurück, bin ran an die Schlucht gegangen und habe 2 oder 3 Aufnahmen gemacht, wie das da unten aussieht. Und dann musste ich ja da wieder weg, denn das, uns ging das nichts an, haben wir sich drum gekümmert. Harry Seidel sagt, dass er nicht zu denen gehörte, die geschossen haben. Und wenn ihm das befohlen worden wäre? Ja. Ob ich dann geschossen hätte, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wahrscheinlich. Ja. Das Sonderkommando 4A, Täter von Babi Yar. Es sind Schuster, Bäcker, Handwerker und Akademiker. Ganz normale Männer. Wir haben das alles als betrachtet. Als notwendig, das sind Juden, das sind Bolschewiken, die können nur abgeschossen werden. Das Morden begann in den Köpfen. Ändern hätten wir ja nichts können, gar nichts. Oder was meinen Sie, was sollten wir ändern? Allzu viele morden aus Überzeugung. Allzu wenige verweigern sich. Es gab sehr viel Krankmeldungen.
Also es marschierten täglich mehr als 30 Leute, manchmal sogar 50, 60, die sich krank melden wollten, aber in der Regel nur ein Teil krank gemeldet wurden. Die kriegten dann irgendwelche Tabletten verabreicht. Taten hinterlassen Spuren. Es waren ja auch Mörder, die sich dann umgebracht haben, selber. Und da hat man gesucht nach unversehnlichen Mitteln. Weil wenn so einer zu Hause drei Kinder hatte und ein paar Kinder umgebracht hat, der war nicht mehr dasselbe. Und so ist es zum Gas gekommen. Der Mord soll anonymer werden. Weniger belastend für die Mörder. In dieser Schule in Oranienburg wird der Umgang mit Giftgas gelehrt. Schüler ist hier auch Hans Stark. Mein Bruder kam nach Auschwitz. Und der Kommandant Höss traf ihn, fragte ihn, was er von Beruf sei. Und sagte er, Schüler oder so, Oberschüler. Und er sagte, ist ja prima, dann können Sie die Aufnahme übernehmen. Und da war mein Bruder im Alter von 17 Jahren Leiter der Aufnahme. Mit 17 Jahren herrschen über Leben und Sterben. Die SS-Führer auch in Auschwitz waren relativ junge Menschen, die sehr schnell hochgekommen sind, weil sie brav waren in der Meinung ihrer Vorgesetzten. Dann konnten sie Karriere machen, schnell hinaufkommen. Damals, Sie dürfen nicht vergessen, damals redete man vom tausendjährigen Reich. 1000 Jahre ist lang. Und da oben sein ist schön. Oben sein in einem Reich, das böse Menschen schürt. Stark hat nie Mitleid gezeigt. Ganz im Gegenteil. Er hat die Menschen nachgeäfft, die an der Rampe um Gnade flehten. Er tat so, als sei das alles ein Lausbubenstreich. Wie konnte ein gebildeter Mensch nur so brutal sein? Nach dem Krieg wird sich ein Zeuge an Hans Stark erinnern. Und sie sagt, Herr Kommandant, ich bitte Sie, lassen Sie mich leben. Ich habe doch nicht gemacht. Los, Sarah, stehen, los, musst du stehen. Er spricht ja so. Ja, und dann schießt er sie alle. Sommer 43. Ein Filmclub macht einen Ausflug ins bayerische Dachau. Die SS vor Ort ist mit dabei. KZ-Wächter beim Fußballspielen. Wissen diese Menschen nicht, was in ihrer Nähe geschieht? Oder ist man sich einig? Ich kann nicht jeden anklagen und sagen, ihr habt gewusst, was in Auschwitz gewesen ist, vor sich gegangen, in Treblinka vor sich gegangen ist. Aber was hier im Reich vor sich gegangen ist, das haben sie alle gesehen. Das hat jeder Deutsche hat gesehen, Synagoge brannte. Dass man die Juden eines Tages wegtransportierte. Hans Frankenthal wird nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Die Totenkopfmänner erwarten den Transport. Der Zug stand noch nicht ganz, dann wurden die Türen aufgerissen, die Waggontüren aufgerissen, das Gebrüll und Geschreie, raus, Gepäck im Waggon lassen. Dann sind wir rausgesprungen. Dann kamen die Befehle, Männer rechts raus, Frauen mit Kindern links raus, Frauen ohne Kinder weiter nach links raus. Tausende SS-Männer verrichten in diesen Jahren den Dienst in der Mordfabrik.
Wieso konnten Leute, die normalerweise überhaupt unauffällig leben, nicht Sadisten sind, es gab so, die konnten die in einer solchen Atmosphäre am tagtäglichen Massenmord mitwirken? Das Leben in Wert und Unwert einzuteilen, ist Fundament des Wahns. Es gibt Herrenmenschen und Untermenschen. Es gibt Menschenrassen, die sich nicht aus historischen Gründen, sondern, wie man damals sagte, vom Blut her unterscheiden in höherwertige und minderwertige. Das hat man, diese Ideologie vergiftet Menschen, korrumpiert Menschen. Du bist ein Herrenmensch, schön. Du kannst davon profitieren. Du kannst selber in einem kleinen Kreis zumindest ein kleiner Führer sein. Und diese Korruption wirkt. Wir sind die Auserwählten. Wir dürfen das tun, wenn es auch hart ist. Wir retten das deutsche Volk vor dem Erbfeind, vor den Juden. Nicht wahr? Das ist es. Die waren ganz durch Himmlers Reden motiviert, die man sagte, ihr tut den schwersten Dienst, den man als Soldat überhaupt machen müsst, nämlich ihr, hier werden die Juden vernichten, die Juden sind unser Unglück. Und ihr könnt sagen, wir waren dabei gewesen, wir haben das durchgestanden, wir waren so tapfer, wir haben das alles gemacht. Grausamkeit muss nicht befohlen werden. Und sie wird belohnt. Sie haben die Kleinen befördert, wenn sie brav geprügelt haben. Sie haben ihnen Sonderurlaub gegeben, wenn sie das getan, erwartet haben. Das ist der böse Mechanismus gewesen. Ein Peiniger in Uniform. Ein Häftling hat ihn so gezeichnet. Wenn ich Schwarzhuber seine Stiefel ausgezogen habe und seine Jacke ausgezogen habe, für zu putzen in sein Büro, seine, und er war da in sein Unterhemd, da hat der wie nix ausgesehen. Da war der wie niemand, wenn sie die Uniform nicht anhatten. Die waren nix. Nix. En français, rien de tout. Und so wie ich die Jacke angezogen habe und er hat seine Stiefel angetan und seine Mütze, dann waren das auf einmal Monsters. Das waren Verrückte. Die waren auf einmal, dass sie die Welt beherrschen. Sauberkeit, Ehrlichkeit und Ordnung fordert von hier in Auschwitz. Hinter all dem steckt System. Und viele haben es erdacht. Wie Arthur Liebehenschel. 10 Jahre nach dem Beitritt zur SS wird er 43 Kommandant in Auschwitz. Ich wusste, dass er in Auschwitz ist, aber das hat mir nichts gesagt. Ich habe ihm gedacht, er arbeitet dort jetzt. Eine Station seiner Karriere war Oranienburg, im Schatten des KZ Sachsenhausen. Die Kinder der Liebehenschels. Familienglück in Lagernähe. Mein Vater war ein sehr liebevoller Vater. Bin jeden Morgen mit ihm aufgestanden. Ich sehe noch die Hand, wenn er mir Honigbrötchen geschmiert hat. Und dann durfte ich ab und zu auch mal mit dem sein Chauffeur den abgeholt. Und dann durfte ich im Nachthemd dann hinten rein mit zum Teegebäude. Dort ist die Inspektion der Konzentrationslager. Liebehenschel ist hier zweiter Mann, wo der Völkermord gesteuert wird vom Schreibtisch aus. 1943 wird Liebehenschel nach Auschwitz versetzt. Er verabschiedet sich von seinen Kindern. Ich werde euch niemals vergessen. Und wenn ihr eure unschuldigen kleinen Hände zum Gebet faltet, dann bittet Gott, dass ich gesund bleiben soll. Immer euer Papa. An diesem Ort sterben Kinder. Der Schreibtischtäter kommt an die Stätte seiner Tat. Liebehenschel war ein typischer Beamter. Er ging ständig herum und inspizierte irgendetwas. Ich habe niemals gesehen, dass er einen Gefangenen geschlagen hätte.
Er war ein weicher Mensch und ich muss sagen, irgendwie war er auch ein ganz normaler Mann. Die Wahrheit von Auschwitz holt ihn ein. Es ging mir da gar nicht gut. Er hat unheimlich gelitten. Das weiß ich von seiner zweiten Frau. Sie hat uns darüber erzählt. Und wenn dann neue Transporte ankamen und so, die mussten ja dann da auch hin. Ne? Mein Gott, hat er immer gesagt, Frauen und Kinder. Und sie sagte, er ist dann immer nach Hause gekommen, hat sich ewige Zeiten unter die Dusche gestellt, als wenn er den ganzen Schmutz abwaschen müsste. Und dann hat sie dann oft gesagt, komm, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren raus an die Luft. Zieht er Konsequenzen? Er war nie gewalttätig und sanfter als die anderen. Und doch war er ein Verbrecher, wie die anderen auch. Denn auch er hat an den Selektionen an der Rampe teilgenommen. Er war von Anfang an dabei, also hat er auch gewusst, was los war. Ich meine, nur vom Schreibtisch aus, gut. Aber auch dann, wenn ich mit diesen Sachen arbeite, muss ich wissen, was da passiert. Sicher, als er dann nach Auschwitz kam, dann hat er das wirklich gesehen, was da für ein Leid war. Sehen, ja, doch nicht danach gehandelt. Als die Lager befreit werden, erfährt die Welt vom Mord an Millionen. Die meisten Täter sind verschwunden. Doch die Opfer legen Zeugnis ab. Der Zorn des Augenblicks trifft junge Wachen, die die Stellung halten mussten. Mir aber war es am wichtigsten, dass ich Männer fand, die über ein gewisses Maß an Bildung verfügten. Ich wollte nicht die kleinen Soldaten, denen man einfach gesagt hatte, sie sollten losziehen und Verbrechen begehen, und die einfach nicht verstanden, was sie getan hatten. Ich bin kein Sadist. Ich habe keinen geschlagen, noch nie. Es ist die Stunde der Ausflüchte. Ich bin kein Sadist, nein, niemals. Noch nie Sadist gewesen. Kenne ich nicht. Ich bin viel zu fein. Nürnberg, 1907. Jetzt stehen die Chefs der SS-Einsatzgruppen vor Gericht. Sie sind verantwortlich für mehr als 1 Million Tote. Guilty, nicht schuldig. Guilty or not guilty. Nicht schuldig. Guilty or not guilty. Nicht schuldig. Das Gefängnis von Landsberg. 14 Todesurteile fällen die Richter im Einsatzgruppenprozess. 4 werden vollstreckt. Bis zuletzt zeigt keiner der Verurteilten Einsicht. Einer schreibt, Untreue haben mich an den Galgen gebracht. Ich weiß auch heute nicht, wie ich anders hätte handeln sollen. Das war es, was sie alle gemeinsam hatten. Ob sie Opernsänger waren, Rechtsanwälte, Ökonomen, Architekten. Sie waren alle bereit gewesen, für ihre Ideale zu töten. Und zwar ohne Zögern und ohne Reue. Dachau, wo alles begann. Hier wurden 12 Jahre Häftlinge gequält und ermordet. Nun sitzen hier ranghohe Männer ein. Unter ihnen Arthur Liebehenschel. In der Vernehmung beteuert er seine Unschuld. Ich habe überall zwischen gefunden, wo überhaupt was gefunden war. Nachher ist alles glatt gelaufen. Ich war für jeden Menschen da. Das kann mir jeder einzige Städte und wer anders spricht, liegt. Ich habe auch Auschwitz in Sanatorien gemacht, hört sich lächerlich an, aber das ist die Hälfte. Wie umgehen mit einem Mann, der Häftlinge schonte und Konzentrationslager plante? In Krakau wird ihm der Prozess gemacht. Er hat zum Schluss, das glaube ich auch, dann sich mit abgefunden, hat gewusst. Hat ja noch einen Abschiedsbrief geschrieben und unten steht dann drunter, eben bekomme ich mein Urteil, es lautet zum Tode. Tja. Frankfurt 1904. In Jahren der Verdrängung wird hier SS-Leuten von Auschwitz der Prozess gemacht. Auch Hans Stark.
die Sitzung und Verhandlung des Schwurgerichts am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet. Mein Bruder hat bis dahin auch seiner Frau, Familie gegenüber, keinen Ton davon erwähnt, dass er in Auschwitz war, und hat, als er damals in Köln verhaftet wurde, auf den fragenden Blick seiner Frau reagiert, indem er gesagt hat, das ist wegen einer Sache aus dem Krieg. Die Sache aus dem Krieg ist eigenhändig verübter Mord in mindestens 44 Fällen. Hans Stark leugnet. Ich bestreite die vorgebrachten Belastungen. Im Block 11 war ich ebenfalls bei Massenerschießungen weder anwesend, habe ich dabei mitgeschossen. Auch habe ich niemals eine Frau geschlagen. Ich kann vor allen Dingen nicht billigen, dass er nicht einsehen wollte, was da eigentlich geschehen ist, was er also mit verursacht hat. Hans Stark wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Nach Jugendrecht. Der Angeklagte war zur Tatzeit noch minderjährig. Ein Kind seiner Zeit. Führer befiehl, wir folgen dir, kann nach Auschwitz führen. Führerbewusstsein darf man nicht akzeptieren. Blinde Unterordnung unter Führer darf man nicht als sein Tendenz sehen. Der Mensch muss Verantwortung tragen für das, was er macht. Auch in kritischen Situationen. Das ist etwas, was auch für heute gilt.